Wir können es nicht akzeptieren, dass so ein Unternehmen einfach insolvent ist, umkippt, verschwindet. Wir haben da eine Aufgabe als Politik, nicht das Unternehmen selbst, aber das Umfallen des gesamten Energiemarktes zu verhindern. Und wir werden uns diese Aufgabe auch stellen. Das wird nicht passieren. Das ist jetzt so dieser Moment von whatever it takes. Genau. Das wird nicht passieren. Das ist Bazooka. Das ist eine starke Ansage, die Sie da gerade machen. Die Kollegen vom Handelsblatt haben mal gerechnet und die können sowas. Allein Uniper kauft im Moment, das ist ein sehr, sehr, also der große Versorger, kauft im Moment so teuer Gas ein, dass sie im Monat geschätzt bis zu 900 Millionen Euro Verlust machen. Sie haben angekündigt, wir werden denen wahrscheinlich unter die Arme greifen müssen. Mit wie viel Geld? Das werde ich nicht im Fernsehen sagen. Pro Monat. Gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Würden Sie auch das, um dann von dem Thema wegzukommen, ausschließen heute Abend? Es gibt ja die andere Möglichkeit, diese Preise einfach an den Endverbraucher weiterzugeben. Und dann sind wir genau bei diesen Preisen, die wir vorhin besprochen haben. Siebenfache, achtfache, neunfache Endabrechnung. Diese Möglichkeit besteht. Wir haben sie uns geschaffen. Das muss man sagen, dass das ja eine politisch gewollte Erweiterung der Handlungsoption ist. Und wir haben jetzt in dem Energiesicherungsgesetz eine weitere Möglichkeit geschaffen, nämlich nicht nur die direkte Preisweitergabe, sondern auch ein Umlagesystem zu etablieren, dass also höhere Preise breiter getragen werden.